zum Beispiel mal ganz fix haben, dass da sich da drin, wenn ich mich richtig erinnere, kann man oben die Wände hochgehen. Und dort kann man auch definitiv mal einen kleinen Sniper Point einrichten. Mal von Man versuchen, von da oben kann aus zu von wirken. rechts und links in das Gelände rein und gleich an der Außenmauer auf die äußere Umrandung auf. Ja. Und Genau. auf die Moschee selbst auch. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, war das recht cool. Und das ist eigentlich ein recht praktischer Sniper Point. Da kann sich eben ein Sniper-Team oben verbarrikadieren. Mal ein bisschen wirken von da oben. Und was ich ganz Haben keinen definitiv Sniper haben will, das dabei. ist bei einer der ersten Kreuzungen bei Sagabat drin, ist auch markiert mit Sniper-Stelle. Das ist bei, wenn man ein bisschen reinzoomt, bei 2017. Da ist auch eine Stelle markiert. Da möchte ich, dass die Sniper mal ein bisschen in die Stadt reinlinsen und mal ein bisschen auskundschaften, was da drin alles so abgeht auch. Ich wette, die sterben da oben drauf. Oh, kann gut sein. Ich habe mal so ein Ja. Fernrohr mitgenommen. Halt Ja, eben nur ein auch bei der Sniper, ersten oder? Sniper-Stelle beim Startpunkt. Da möchte ich auch, dass da mal kurz ein bisschen ausgescalpt wird, was möglich ist, was zu sehen ist. Ja, so viel zu meiner kleinen Idee. Sehen wir dann, wie sich das Ganze drin bewährt. Ja, von uns aus kann's losgehen. Also, 700 Meter hier laufen wir jetzt dahin, Hey, wake up! würde ich Nee, sagen. ich hätte Fahrzeuge Nee? genommen und wäre dann eben zu einem Punkt So. Startpunkt einfach hingefahren. Geht ein bisschen schneller, ist ein bisschen gemütlicher. Sehen wir halt, wie weit wir hinkommen. Okay. Machen wir so. Alles klar. Dann. Ist mit Sprengfallen zu rechnen? Negativ. Dann Chris Eckert, ihr macht Fahrzeug 1. Nein, negativ. Wenn die KI welche liegt, wir haben V, AI drin. Also es könnte passieren, wenn die welche liegen, dann sind da welche. Gut. Hey, Dann wake up! Chris Eckert, ihr seid Fahrzeug 1. Team Blau, ihr seid Fahrzeug 2 und der Rest ist bei mir im Auto drin. Wir sind die Nummer 3. Wir nehmen das linke Auto, weil da habe ich schon eine Kiste drin. Ach so. Und wer von euch Burschen will fahren? Ich bin kein guter Fahrer. Fährst du Nee, selber? das wollte ich nicht. Entschuldigung. Scheiße, ich sitze im falschen Fahrzeug, glaube ich. Nee, du bist schon richtig. Achso, welche Frequenz hatten wir? Die 120. 120 war das, okay. 50 muss ich jetzt nicht anmachen, ne? Monty meldet sich an. Tschickele. Sehr schön. Wir sind Fahrzeug 3, richtig? Okay. Okay, Jungs, dann kannst du losgehen. Ich hab mal Könnte gut, mein dass ich mir Motor doch noch so starten. ein Zielfernrohr mitgenommen habe. Ja, wie gesagt, es wird langsam schon hell, also. Ich hab mir die Ich bin MK4. interessant, wie meine Idee dann drinnen aufgeht in der Stadt. Dafür sind Spontanmissionen da, da kann man gut probieren. Ich probiere jetzt auch gerade ein bisschen administrationsmäßig ein bisschen was. Wie zum Beispiel das bei mir im Forum ändern. Ach, Scheiße, das habe ich vergessen. Ja, mache ich nachher. Hab ja auch ein Gewehr mitgenommen, die MK417, die ist auch nicht schlecht. Als Sniper. Sollten wir tatsächlich mit voller Beleuchtung in das Gebiet reinfahren? Wurst. Okay. Halten wir hier? Ah, okay. So, hier das Lied. Ich habe auf der Karte eben Pfeile markiert, die sind Färbig, je nach Mach Stativfarbe. schnell das Licht aus. Das ist mal die erste vorgeschlagene Route und hoffentlich auch mal die letzte, um das Gebiet zumindest am Anfang zu sichern. Und dann eben bis zur violetten Hinterhaltmarkierung Ah ja, ist ja gut. vorzurücken und dort zu sammeln.
Aber haben wir dann Freigabe oder müssen wir noch warten? Fahrzeug, ich habe was gehört. Ich habe Fahrzeug, Fahrzeug. Was habe ich? Eckert? Wo ist denn Harvey? Keine Ahnung. Ja, Monty? Links von mir, der Harvey ist hier hinten. Das ist ein LKW, Eckert. Hier ist er. Ach da. Harvey, ich bin hinter dir. Aber alles klar. Ich versuche gerade verzweifelt das GPS aufzumachen. Steuerung M. Ja, aber das ist eben mit Aufnahmeprogramm immer ein Konflikt und das ist immer ein bisschen. Dann nimmst du C-Tab. Nimmst du H oder Steuerung H? Ja, ich weiß nicht. Das weiß ich. Jetzt ist es da. Aber es ist ein bisschen angenehmer, so ein bisschen nebenbei das GPS oben zu laufen. Ja, ich habe das GPS auch an. So, die Jungs haben irgendein Fahrzeug gehört. An der LKW. Also, du kannst mir. Ich bin Missionsbauer, ich weiß, dass hier kein LKW drin ist. Haben die gesorgt? Okay, dann hab ich's da auch schon gut. Gibt's irgendwas schon zu melden? Feindbewegungen? Sonstiges? Komm. LKW bewegt sich irgendwo im Norden hier in der Stadt, ziemlich nah, 400 Meter Maximum, komm. Ich finde es einfach so geil, dass das jetzt einfach ignoriert wird. Das ist, ja, muss ich ein bisschen mehr durchsetzen. Bist du nicht auf der 50, Harvey? Doch, eigentlich schon. Ist die Frequenz weg? Nö, die Frequenz ist da. Aha, die Frequenz hat sich wieder ausgedacht. Ich hab's eigentlich da bekommen. Eingestellt. Hast du dich noch in der Kiste irgendwie umgeknallt oder so? Frequenz ist. So, jetzt bin ich auf der 50. Ja, irgendwas. Eindeutig, ja. Sorry. Gibt's halt irgendwas zu melden? Team Rot wiederholt. Im Norden ist irgendwo ein LKW unterwegs, ungefähr 400 Meter entfernt im Maximum. Komm. Ja, so verstanden. Könnt ihr euch nähern und das mal ein bisschen auskundschaften, um was es sich genau handelt? Komm. Positiv. Sollte ein Ural sein, wir untersuchen die Sache. Komm. Das ist so verstanden. Gebt ein Status-Update, sobald ihr irgendwas seht. Komm. Check, check. Komm. So verstanden. Gerne. Team Blau, wie sieht's bei euch aus? Irgendwas zu melden? Feindbewegungen, technisch, etc. Komm. Negativ noch gar nichts. Wir haben auch nur den Kontakt zu dem LKW kurz und aber sonst keine Feindbewegungen. Ja, so verstanden. Dann eben den blauen Markierungen auf der Karte folgen bis zum Punkt sammeln. Außer ihr trefft natürlich auf Feinde, dann erst noch passiv verhalten und melden. Komm. Ja, Team Blau verstanden. Komm in. FPS 6, 7, 11, boah. Was? Ich hab. So verstanden und bei Unregelmäßigkeiten Statusmeldung geben. 30. Komm. Ja, du hast auch ein bisschen Intel. Hast verstanden, wir melden uns regelmäßig. Ach, du hast AMD? Ja. LKW, komm näher. Oben, ach nee, wer ist denn das? Auf die Straße. Mach mal, dreh mal dein Mausrad. Kein Sichtkontakt. Ja. Geh mal auf Settings. Ja. Da steht jetzt wahrscheinlich 3000 Meter oder sowas. Nee, 1600. Mach mal auf 1000, mach mal Grass Settings None. None. Hab ich. Und mach mal die Sichtweite, wir sind in der Stadt, mach mal auf 1200 oder 1000, das reicht völlig. Bei Infanterie. Bei allem, ja. Genau. Nur bei Infanterie, oder? Ja, doch, bei Infanterie. Bei Infanterie? Genau. Weil wir sind ja zu Fuß unterwegs. Safe dann drücken, ne? Und dann safe, genau. Oh, muss ich nochmal eingeben hier. Ach so, ja, nennst du einfach, mach einfach safe, ist egal, das ist dann speichert der die Einstellung fürs nächste Mal. Jetzt auf close, ne? Dann. Genau, und dann auf close. Gut. Mal spannend. Oh. Wow, der Beschuss ist auf uns gerichtet, glaube ich. Wir sind unter Feuer. Nee, da hinten ist Chris. Team Rot, Status, komm. Alles grün.
So verstanden. Ja, es kamen gerade Schüsse aus eurer Richtung. Läuft Spurgeschoss über unsere Köpfe. Komm. Ja, positiv. Erste Kontakte Richtung Nord, ca. 400-500 Meter. Chef, wir könnten da links auf das Gebäude drauf. Positiv. Ja, so verstanden. Wenn möglich, ausschalten. Komm. Chef? Ja, wir gehen auch mal ein bisschen weiter nach vorne. Also wir könnten hier von links das Gebäude, von da aus könnten wir ein bisschen überwachen. Ah, von da oben, ja. Und da kann der DM auch vielleicht ein bisschen wirken. Zusätzlich BTR Richtung Nord. Ah, BTR, siehst du? Ja, bestätige BTR. Ja, stimmt, das wäre ist ja nicht nachtsichttauglich. Richtig. Vergessen. Der BTR ist zerstört, die Besatzung ist ausgebootet. Ey, Monty, wie ging das nochmal, die Helligkeit einzustellen beim Nachtsichtgerät? Das ging Steuerung. Warte, muss ich eben nachgucken. Ich glaube Steuerung und die Bildtasten, oder? Irgendwie sowas, ja. Steuerung und Bild auf, Bild ab. Oh, war das. Hier liegt, BTR wurde zerstört. Team Blau, bitte Status, komm. Ja, wir haben ein paar Feindkontakte, ein paar Einzelne, aber soweit alles gut. Da kommt noch ein Panzer. Achtung, noch ein BMD Nord-Nord runter. Ja, positiv, hier sind wir, haben auch Sichtkontakt auf den. Ich geh mal vorsichtshalber runter. Und Monty, was sagst du bis jetzt zum Konzept? Wie findest du das? Läuft doch. Wobei Nachteil ist, wenn wir so versprengt sind, dass du natürlich keine gemeinsame Feuerkraft hast, ne? Das ist der Nachteil dadurch. Ja, aber der andere positive Punkt ist, ich muss mich nicht ständig mit Chris und Eckert drum ärgern, weil sie ein bisschen ihr Eigending machen können. Ich mach die beiden immer nie in ein Team. Gerade runtergestürzt vom Gebäude, muss ich jetzt mal wieder verbinden. Gibt's auch nicht. Hier Alpha liegt möglicher Feindkontakt 340 Grad, ein paar Meter neben den Strommasten. Rot ist jetzt, glaube ich, sich direkt neben der Straße. Ziel wurde ausgeschaltet, Team Rot. Guter Treffer. Alles gut. Team Blau Status. Status ist grün, drei Feinde bekämpft. Kommen. So verstanden. Sweet. Ja, ich will das durchziehen. Achtung, Team Rot. Ja, Feind wurde ausgeschaltet.
noch einer? Wenn du was siehst, schieß drauf. Wenn du was, wenn du einen Feind siehst, dann kannst du drauf schießen. Aber die zwei da unten an der Mauer gerade, das sind unsere. Bei Strommasten, beim Strommasten. Hey, ich muss mich gerade hinsetzen, hinlegen. So. Bye. Mehrere der Feindkontakte nähern sich aus der Moschee nordwestlich. Team Rot, bei euch wieder alles klar? Chris wieder oben? Komm. Ja, beide grün. Mehrere Kontakte, schätzungsweise 20 Richtung Nord-Nord-Nordost. Ja, das ist so positiv und auch Nordwest bekämpfen wir gerade, komm. Ja, das ist verstanden. Team Blau, mal bitte einen Status, komm. Status ist grün, grün, weitere zwei Gegner bekämpft, komm hin. So verstanden, gute Arbeit, weitermachen. Ende. Guckt auch irgendwer von euch auf die Straße. Ich bin nur unten in Deckung. Soll ich mal auf die Straße gucken? Ja, ich glaube, da hat sich nämlich gerade was bewegt, was ich nicht. Ja, okay, gehe ich hin. Martin, pass auf, ich hab wow, wow, ja, da kommt. User left your channel. Ja, ich sehe den Typen, der ist auf der Straße, auf der Kreuzung. Wenn ich der einzige Sami bin, muss ich mich natürlich ein bisschen verarzen. Okay, da ist irgendwie unsichtbar. Ja, wir haben da irgendwo auf der Straße bei der Kreuzung einen liegen. Der ist irgendwie unsichtbar. Ich sehe den nicht, ich sehe den vorher, aber ich sehe den Typen nicht. Der kann uns abschießen. Ja. Achtung, die Lampen lassen sich nicht ausschießen. Das irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Warte, ich guck gleich mal. Hallo, hier ist Leeds. Wir haben hier scheinbar mit Feinden zu tun, die neueste Warntechnologie verwenden. Letzten Funkspruch wiederholen. Was verwenden die? Ist egal, das war einer. Das war ein einziger, der ist weg.
Scheinbar gibt es hier einen Spielbug und die Feinde benutzen die neueste Tarntechnologie, die es gibt, und sind unsichtbar. Ja, das ist positiv. Fehler ist behoben. Man kann sie töten. Oh, die Kontakt. Ja, Fehler sollte jetzt wieder behoben sein. Der muss bei dir sein, bei mir ist keiner. Hä, hier ist keiner. Aber das ist halt die Sache mit unsichtbaren Leuten. Gruppe. Nee, kommt definitiv. Ich verarzte mich mal. Der ist hier hinter der Ecke. Guck mal bitte Richtung Süd. Siehst du auch rum einen auf dem Dach rumbacken? Das ist unser. Was? Oh. Team Blau, bei euch alles noch okay? Auch noch nicht gekillt worden von unsichtbaren Feind? Negativ, viel Feindkontakt, aber noch nicht gekillt worden. Da hat doch jemand eine Nacht geladen. Ja, das ist positiv. Und diesmal kurz aufgehalten. Also wir haben auch Kontakt jetzt zu unsichtbaren Feinden, sind zweimal schwer verletzt gewesen. Ja, Team Blau, so verstanden. Team Rot, 350 Grad, Richtung Moschee, Feindbewegung, Infanterie. Gradanzeige wiederholen. 350 Grad Richtung Moscheeturm, also Minarett. Chat, wir gehen aufs Dach und checken die Richtung auskommen. So verstanden, Achtung, es könnten nach wie vor unsichtbare Feinde unterwegs sein. Verstanden, komm. So, Monty ist wieder da. Wie bitte? Ich habe da jetzt gerade grob geschätzt 5 bis 6 Kontakte da zwischen den Mauern und hinter diesem Busch, was davor steht, oder Baum. Handelt sich um Busch, aber definitiv dahinter ist 4 bis 5 Mann. Gerade aktuell auf Bewegung. Ah ja, Monty, den Drachen hat die Verbindung verloren. Ja, ich sehe schon, der ist oben im Bereitschaftsraum. Ich glaube, euch noch alles okay? Jo, alles soweit grün. Alles klar. Ah ja, stimmt, ich habe einen Laser dabei. Und Laser wieder abgehen. Ja. War interessant, dass da vorhin Unsichtbare waren. Ja, scheinbar hat
Dunkler auch mal kurz in Kontakt mit Unsichtbare. Den geht's aber gut. Blau ist Cyber und Ernst? Ja. Ja, den geht's gut. Ja, ich weiß, ich hatte gerade Funkkontakt mit denen. Ah, okay. Aber jetzt muss ich mal wieder checken auf dem C-Tab, wo die 2. Aber bisher läuft das System eigentlich recht gut, finde ich. Wir hatten noch keine gravierenden Ausfälle oder so. Ah, oh, Drache wird gleich wieder connecten. Ich sehe gerade, dass er ein Steam-Name gestartet hat. Team Rot, Status. Rot ist grün. Rot ist grün. Erst so verstanden. Der Feinkontakt übrigens von 350 Grad wird höchstwahrscheinlich zu eurer Richtung unterwegs sein, Team Rot. Was ich Kontakt ist seit einer Weile abgerissen. HW von Team Blau. HW, ja. Am Sammelpunkt Wimmels von Feinden kommen. Komm, dann mal kurz Position halten und. Und dann mit Team Rot koordiniert angreifen. Okay, hab verstanden. Ja, aber Team Blau, können Sie irgendwas sagen zu der Stärke des Feindes? Komm. Oh, so beim schnellen Überflug mindestens 10 Mann. Kommen. Ja, so verstanden. Verhalten defensiv, wenn Feuer erwidern. Ah, wir werden schon beschossen, schießen auch fleißig zurück, aber bleiben hier auf Position. Kommen. Alles klar, so verstanden. Ja, dann auf Position warten, Deckung beziehen und die Typen halt so gut es geht ausschalten. Komm. Ah, wir haben verstanden. Und hier, wir rücken auch mal nach. Jawohl. Wo bist du? Ja, alles klar. Ich glaube, Drache ist auch wieder da, oder? Nee, Drache ist noch im, nee. Ja, ja, im Prozess. Aber der kann sich gleich über die Kiste porten, der weiß, wie es geht. Okay, Monty, wir bleiben einfach zusammen und checken einfach alles ab, was... Alles klar. Ja, wir sollten vielleicht nicht unbedingt den Kampf angreifen. Ich muss hier noch wieder ein bisschen rumtäusen. Ja, ey, wir bleiben hier hinten. Aber wir rücken halt mal wieder ein bisschen weiter vor. Ich habe nämlich 0-1 mehr. Wir können ja sehen, dass wir uns bei dem Minarett da mal eine Basis aufbauen. Oder hier! Hier, dieses dreistöckige Gebäude oder zweistöckige. Ja, hier links. Hätten wir die beste Sicht. Linke Seite. Aber von Turm aus hätten wir die beste Sicht. Ja, aber der ist ein bisschen buggy, also da kann man... Ah ja, stimmt, genau. Ich bin mal gekillt worden von so einem Turm. Also ich bin da auch schon mal durch den Boden gefallen. Hier können wir wirklich oben aufs Dach und dürften eigentlich alles sehen. Aufgang ist glaube ich draußen. Ja, Raum frei. Geh an dir vorbei. Alles klar, bin hinter dir. Schalte auf Automatik. Und Dach ist frei.
Hallo. Ja, hallo Chris. Hallo. Na? Na, was macht ihr hier? Kaffeekranz? Oh. Da bin ich mal leer. Kurz was zu trinken holen. Ich geh mal zu Eckart. Team Blau, Status? Team Blau ist aber grün, aber kräftiger Feindkontakt überall in der Stadt. Ich komm zu dir, mir geht's gut, ja. User joined your channel. Ja, ist doch verstanden. Hi, hi, hi. Hecki, hecki, hecki. Boah, immer dieses Runtergefallen, ne? Da bist du ein Experte irgendwie. Ja, Team Blau, ich glaube, ich habe Sichtkontakt zu euch. Ihr befindet euch gerade in diesem dreistöckigen Gebäude bei der Kreuzung, komm. Ich hol mir mal meinen Rucksack wieder da. Perfekte Aussicht von hier oben. Ja, sehe ich, wunderschön. Ich hab da euch gerade auch einen Laser hinvisiert, ich sehe euch, ja. Monty, ich werde aber nochmal verlegen müssen. Ja, Sekunde. Wo ist die scheiß Treppe hin? Oder warte mal, ich kann mich ja da oben hinlegen. Vielleicht sehe ich von da oben was besser. Ah, definitiv. Monty, was sagst du bisher zu der Strategie? Läuft! Also, ich habe jetzt keine Totalaussetzer oder so feststellen können. Der. Also, nee, sorry, ich dachte, du bist User left your channel. Ich dachte, du hier oben bist, Eckert. Ja. Ich musste meinen Rucksack wiederholen. Ja, kein Ding. User joined your channel. Achtung, Kreuze. Komm wieder rüber. Okay. Nicht hochklettern, die haben einen hier sofort auf Kopf. Wir haben keine Deckung mehr da oben. Im ersten OG ja, aber wenn man aufs der Leiter aufs Ja, wenn du nach vorne guckst Richtung Nord, so, da, nee, siehst nee, du rechts dieses kleine halbe Gebäude mit der Treppe rauf, ja. Da werde ich mich jetzt mal hinbewegen. Ich komm mit. Ah, bist du ja, schon wieder diese da? Diese Leitern okay. Hier, die Treppen da. Ja, ich habe nur zugeguckt aus Zeusicht. Mach V, wenn du hängst. Aber ich habe mich jetzt nicht getraut, dass ich nicht irgendwo da unten aufklatsche. Panzer auf der Anfahrt, Panzer oder Dingens auf der Straße Richtung Sammelpunkt? Panzer oder Dingens? Ja, so verstanden, ich guck da auch mal gleich hin. Ja, da ist ein Panzer. Grad auf der Kreuzung, feindlicher oh Gott, ja. Panzer. So, Rucksack wieder weg. Ich habe eine M136. Kannst du mit dem Ding draufheben? Ich kann mal gucken, ob ich ihn treffe. Hier ist Lied, wir jetzt versuchen, auf den Panzer zu wirken. Scheiße, wo ist denn das Visier? Das Visier ist nicht da. Achso, ich muss nachladen. Alles klar, Sekunde. Dieser Krabbel. Soll ich mal probieren? Okay, Rückschaltzone frei. Ich stehe halt neben dir, aber ich glaube, es macht nichts. Zu kurz. Ja, mehr habe ich nicht. Ich hole jetzt das andere Fernglas aus. Mehr habe ich nicht. Ja. Ah, so viele Probleme. Das sage ich. Team Blau, könnt ihr von eurer Position aus auf den Panzer wirken? Wir können drauf wirken, ich weiß nicht, ob der Kollege es kann, aber wir schauen gerade. Panzer bewegt sich auf meine Position. Fährt die Straße Richtung Süd. Blau lädt. Also Blau, wenn Sie jetzt auf der Distanz nicht wirken können, dann müssen wir die Grundausbildung wiederholen. Treffer versenkt. Danke, Monty. Ich hab nichts gemacht. Ja. Ja, sehr schöner Treffer. Aber die haben tatsächlich getroffen, also. Hi, Drache. Jo.
Ich schätze mal, du musst die Funkfrequenz wieder einstellen. 120 war das. Und dann einmal kurz meinen Arsch. Was schießt du denn? Und wieder die Gruppe. Da steht doch einer, jetzt nicht mehr. Hast du eine Fehlermeldung? Ist dein Rechner komplett abgestürzt oder? Ey, mal eingefroren. Hast du noch ein Visier für längere Entfernungen dabei? Wie warm ist es denn bei dir im Raum? Gerade drauf. Das ist kühl. Ja, okay, sonst hast du nur das Erdzeug. Ah, okay. Oder? Gut. Ich hätte jetzt, beim Wetter hätte ich halt Hitze vielleicht gesagt. Verdammt. Was hast du für eine Grafikkarte? Nvidia oder AMD? Nvidia Asus, mein Rechner halt. Von wann ist dein Treiber? Oh, da muss ich mal nachgucken. Ah, erwischt. Weil derzeit der aktuelle Nvidia-Treiber, der kann Probleme machen, habe ich gelesen. Okay, Jungs, okay. Rücken weiter vor. Wohin? Genau. Ich habe gesehen, okay. Wie der Schuss abgeprallt ist. Ich wollte sagen, du Drache, gibst komm. Mit Leuchtspur vor und ich hake hinterher, wenn ich die Richtung habe. Ja, das machen wir. Seid ihr am Brüllen, Christopher und Dingens? Lied wird jetzt vorrücken zu der Position circa von dem zerstörten Panzer um nein, der Gebäudestellung beziehen. Und Team Blau verstanden. Rot verstanden. Weiß verstanden. Gert? Ja? Muss mal einer kurz stehen bleiben von euch beiden. Muss mal kurz in die Gruppe rein. Ja, warte, wir gehen noch eben bis zur nächsten Deckung und dann machen wir das. Das machen wir im nächsten Gebäude dann drin. So, kannst dich anmelden bei mir. So, das Gebäude nehmen wir auch gleich. Von der Fenster aus drin relativ sicher. Ah, gehst an meinen Hintern, ne? Ah, ist er ja da. Sehr schön. Wir sichern dann das Gebäude. Ich würde sagen, du gehst vor. Ich bin ein Sanitäter, ich sollte hinten bleiben. Schon drin. Wer ist drin? Der Lead. Okay, ich bleibe immer ein bisschen zurück wegen Sunny und so, ne? Passt schon, ich habe schon Umstellung gezogen auf dem Dach. Sehr schön. Wo ist denn, wie komme ich denn aufs Dach? Raus. In der Treppe. Ach da, ah, alles klar. Und wir tragen auch eine wunderschöne Snipe-Position. Ah, wir sind Team Blau kommen. Ja, Team Blau hört. Ah. Team. ja, Team Blau hört. Hat Team Blau Freigabe weiter vorzurücken kommen? Ja, das ist so positiv, aber passen Sie auf sich auf. Also soweit verstanden, wir rücken weiter an der Straße vor. Ja, aber das kann jetzt auch sein wegen dem Panzer, der was da unten brennt. Ja, Team Blau, hier ist Lead, wir haben sich Kontakt auf euch. Und Team Blau, verstanden. Friendly Fire. Team Blau hat ein kleines Problem. Okay, hat sich erledigt. Ach, schade. Cyber hat gerade Ernst Richter erschossen. Was war leicht, Monty? Ah, schön. Was war leicht, Monty? Was war leicht? Was war leicht? Ja, nee, ich habe ja nichts gemacht. Nee, aber was du so gekickert hast, das war leicht. Achso, ja, weil der Cyber hat den Ernst Richter gerade erschossen. Achso, ja, okay. Das war sehr, sah aus meiner Position sehr lustig aus. Ja, halbe Stunde sind wir durch, schätze ich. Mein ist ausgeschaltet, Team Blau. Ich habe euch ein bisschen unterstützt. Könnt weiter vorrücken.
Ja, ja, verstanden, der Kollege, der muss ich noch kurz verarzten, dann gehen wir weiter. Ja, hast du verstanden. Ja, Team Rot, euer Status kam. Bist du wohl Eckart? Seid ihr eventuell auf Brüllen? Ja. Ja, kann sein. Ja, okay, deswegen höre ich aus 10 Kilometer Entfernung immer. Ne, wir sind gerade unter euch durchgelaufen. Ah, okay. Wir sind relativ nah an unserer Position, schon die ganze Zeit, man. Okay. Kannst du nicht. Bin ich scheiße heute. Ausgeschaltet. Christoph, du bist so scheiße heute. Ich hab ihn erwischt. Ich hab schon zwei Panzer getötet, ja, so ist es ja nicht. Lustlos bin ich auch nicht. Willst du jetzt einen Keks? Gott, Sorry. Ich wollte gerade sagen, das müssen unsere sein, hoffentlich. Testmitteilung. Ist da jetzt irgendwo eine Nachricht aufgeploppt? Eine Testmitteilung. Ja. Wie ist sie aufgeploppt? So ein schwarzes kleines Fensterchen. In der Mitte des Bildes oder oben rechts? Oben rechts. Ach, oben rechts, ich sehe gerade. Ah, alles klar. Gut. Ey, ich probiere gerade nur ein bisschen rum. Oh, kein Ding. Und Monty, was sagst du bisher zu der Strategie? Irgendein Feedback, Verbesserungsvorschläge? Läuft gut. Also ich würde halt Christowur und das andere Team ein bisschen zusammenarbeiten, dass sie sich ein bisschen absprechen. Das würde ich jetzt vielleicht noch machen, aber sonst läuft es eigentlich gut. 330 Grad, da war einer. Hat sich bewegt. Kommt auf uns zu. Muss nachladen. Unten auf der Freifläche. Hat sich hingelegt. 400 Meter. Habe von Team Blau kommen. Habe, ja. Wir sind am Sammelpunkt angekommen, beziehungsweise im Compound kurz davor oder kurz danach. Kommen. Ja, habe so verstanden. Abwarten mit auf Ankommen. Ja, hast du verstanden, wir beziehen in dem Haus im Compound Stellung und sichern hier mal den Umkreis, den näheren Umkreis. Au! Au! Ich war bewusstlos. Wieso? Kopfschuss. Ja, habe wieder hier Kopfschuss getroffen, war bewusstlos. Ja, einfach warten, dritten am Sammelpunkt, auf Eintreffen von Team Roten, dann auf weitere Absprache. Kopfschuss am Mittwoch versaut einem die ganze Woche. Ja, Team Blau hat soweit verstanden. Schlage, weil der Sammelpunkt auf der Karte ist, mitten auf der Straße, schlage unser Haus als neuen Sammelpunkt vorkommen. Ja, so verstanden. Ausgeschalten, haben. Ich muss zugeben, ich habe den Sammelpunkt einfach schnell wo markiert. Ja, ist ja kein Stress. Kann man sich ja nach den örtlichen Gegebenheiten dann richten, wenn man es weiß. Ja, das ist so richtig. Ja, aber Monty, es macht echt wieder Spaß, wieder mal mit euch ein bisschen zu spielen.
Mit uns? Sehr schön. Das freut mich. Aber das ist auch nur, weil es so gut läuft. Und nee, auch ein Freitag und so. Bist du Freitag dabei? Nein, dieses Wochenende nicht. Oh, schade. Und nächstes Wochenende auch nicht. Oh. Übernächstes bin ich wieder da. Okay. Na gut. Ja, ich krieg dieses Wochenende krieg ich Besuch von einem Kumpel aus Linz. Und nächstes Wochenende muss ich nach Vorarlberg. Ah, der Vorarlberg kenne ich auch irgendwo hier. Ja, Vorarlberg ist ein Bundesland in Österreich. Das ist da bei der Schweiz. Das ist da genau an der Grenze an der Schweiz. Ja, da gibt es nur ein österreichisches Bundesland. Vom Namen her kenne ich das. Das ist der Zipfel vom Schnitzel. Schnitzel? Bei Österreich ja bekanntlich aussieht wie ein Schnitzel. Echt jetzt? Ja. Oh, okay. Also es gibt viele Schnitzel, die aussehen wie Österreich. Achtung, hier ist Lied. Ich habe da hinten, glaube ich, ein Fahrzeug fahren gesehen bei... Bestätige, kommt näher. Aus Nordost, Straße runter. Circa bei 30 Grad, ja, kommt auf unsere Position. Ja, Schützenpanzer, Die, hat schon erledigt. Team Blau hat keine Munition zum Ausscheiden kommen. Ja, so verstanden. Team Rot können sieht. Ja, sie wirken eh schon drauf. Team Blau, gehen Sie in Deckung. Alter, was frisst das Ding noch alles? Ja, bestätige Abschuss und inklusive der Besatzung. Guter Treffer. Korrigiere, Treffer. Hä? Treffer? Treffer? Hä? Ja, da waren nämlich ein paar Schüsse jetzt auf das Ding drauf. So, ja, es ist ordentlich explodiert da ständig, ja. Ich glaube, da sind ein paar Leute am Boden. Könnte sein, dass Team Rot hier einen Medic braucht. Komm. Ja, so verstanden. Lässt sich dann ganz bestimmt einrichten. Team Blau, bitte mal Status übermitteln. Einer ist schwer verletzt, der andere am Boden. Alles klar, so verstanden. Position halten. Auch Team Rot, wir kommen mit der Sanitäter zur Position. Team Blau, versuchen Sie einfach mal Ihren Freund zu stabilisieren, bis wir eintreffen. Komm. Okay, Jungs, Abmarsch. Jawohl. Hinter dir? Alles klar. Team Rot, der Täter ist mit mir unterwegs zu ihrer Position. Danke, Patient ist stabilisiert. Brauche allerdings noch ein bisschen Blut, habe ich die Befürchtung. Komm. Alles klar, wir zu einem Sanitäter übermitteln, aber ich glaube, da ist eh auch auf der 50 drauf. Wir sind definitiv mal zu ihrer Position unterwegs. Durchhalten. Jo, ich höre immer mit. Selbe Team Blau, einfach durchhalten, Position, wie gesagt, halten, so gut es geht, verteidigen. Wir kommen so schnell es geht. Team Blau ist unter schwerem Beschuss aus Südost. Team Rot, können Sie so lange durchhalten, bis wir... Weil sonst unterstützen wir Team Blau jetzt kurz. Positiv, halten aus. Komm. Wow. Jo, ich glaube, der ist am Boden.
da. Habe ich nicht gesehen. Blau durchhalten, wir sind unterwegs ihrer Position. Wir befinden uns schon relativ nah bei ihnen. Schalten gerade, so gut es geht, Feind in ihrer Nähe aus. Monty, wie sieht's bei euch auf der Straße aus? Alles okay? Straße ist sauber. Ich gehe jetzt in das Gebäude, wo Blau drin ist. Ja, und Gebäude ist sicher, auch inklusive Hof. Du kannst... Ernst, du kannst ihn hinlegen. Oh. Ah, okay. Okay. Außerhalb. Okay, Drache, wir bauen hier eine Sicherung auf, unterstützen okay. den... Okay, ja, leg ihn hin. Ich mach fertig. Leg mich hier vorne hin. Ernst, unterstützt uns auch bei der Deckung. Jawohl. Oh, Click One, Alter. Muss das auch jeder Kugel entgegenspringen, richtig? Mir ist vom Dach gefallen. Nee, nicht wirklich, oder? Also durch die Treppe ist er gefallen. Team Robin, noch alles okay? Positiv, abgesehen davon, dass mein Buddy down ist, komm. Ja, so verstanden. Wir haben schon Ernst. Wir sind schon bei Team Blau eingetroffen. Sanitäter beginnt die Behandlung. Er wird nicht mehr lange dauern, dann sind wir bei Ihnen und unterstützen Sie bei Ihrem Freund. Rot hat verstanden, komm. So, du hast noch Schmerzen. Kriegst du erstmal Morphin? Hier, kriegst du mal Spritze in den Arsch, ne? In den Arsch, da magst du es doch direkt hin, oder? Ja, yeah, mein Freund. Oh. So, jetzt kriegst du noch eine Bluttransfusion. Läuft, läuft. 50%. Läuft. 75 und willkommen zurück. Scheiße, okay, du brauchst auch noch Epi. Willkommen zurück. Scheiße, voll vertan. Okay, Team Weiß, mir rücken. Danke. Gerne. Soll ich dann rüber zu Eckhart und Co. oder? Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Ah, okay. Mir nach. Ich bin... Moment, wo ist er denn? Ach da. Ja, alles gut. Ja, lass die draußen. Ja, wir werden... Ah, ja, okay. Hier, zu mir. Ah, zu mir damit, zu mir. Mit das Loch nicht. Ja, komm, wir denken... Wie du findest das... Naja, ist egal. Lass liegen. Ist es eigentlich unmöglich. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist also eigentlich. Also eins findet man immer. Gut, ist nicht immer das Richtige, aber. Das ist richtig. Es gibt ja auch Leute, die stehen drauf. Mhm, genau. Wo eigentlich nur Blut und dein Epi. Ja, genau, er kriegt jetzt gerade Blut, bin ich gerade bei. 50% ist schon drin. Und Epinephrin. Und wir kommen zurück. Am Anfang habe ich noch 52 Kilo gewogen, jetzt habe ich nur noch 23. Alter. Scheiß Small. Aber die tötet halt auch mit einem Schuss. So, die Jungs sind alle wieder up to date. Gott, ich arbeite. Alles klar. Guten Tag. Gut. Achtung, Kreuz. Dann alle Teams Richtung Sammelpunkt bewegen. Kreuze. Was? Wir haben Sammelpunkt? Ja. Oh, korrigiere, haben wir ja schon. Wir sind am Sammelpunkt. Ja, die stand direkt gegenüber der Tür. Ich habe das Magazin auf Reifen losgelassen, aber das hat den Reifen nicht interessiert. Mal zusehen, dass wir Munition rankriegen. Keine Ahnung, ich lag am Boden. Ich habe auch noch eins. Aber entweder das oder die. Harvey? Die was anderes drauf geschossen haben. Munition gibt's nicht mehr. Harvey?
Ich würde vorschlagen, dass wir die Stadt jetzt von West nach Ost sichern, weil die ist ja so West-Ost gelegen, dass wir im Westen jetzt anfangen und dann uns nach Osten durchkämpfen. Ich hätte jetzt einen Sammelpunkt fest. Ja, aber gut, den kann ich ja eh lassen. Das werden wir auch jetzt durchführen. Dann würde ich vorschlagen, wir ziehen hier über die. Ich markiere das Ganze einfach mit Pfeil. Auch einer noch Okay, ankommen. und geht mal durch. Wer Munition braucht, der soll hier zum Sammelpunkt kommen. Da kommt jetzt gleich Munition hin. Das ist gut. So, an alle Teams. Wer Munition braucht, wenn Sammelpunkt wird jetzt Munition. Munitionsversorgung eintreffen. Das ist gut. Wenn ich es denn finde. Mal weg. Ah, da. Kreuze. Jo, ich bin so ein Gründerkarte. Guten Tag. Guten Tag. Lol. Da. Achso. So, was brauche ich denn? Das war jetzt falsch. So, leere Magazine weg. Brauchen wir noch AT, Monty? Weiß ich nicht. So. Vielleicht. Ja, Vielleicht aber auch nicht. Aber ich würde jetzt eher zu vielleicht aber auch nicht tendieren. können wir uns da Munition rausnehmen, Monty? Ja, einfach virtuell Arsenal und dann Hier. nehmt euch Munition mit. Ihr könnt auch umslotten, wenn ihr wollt, euch ein bisschen umbauen. User left your channel. User joined your channel. Monty ist kurz AFK. Oh. Ich hab genug. Ernst? Ja? Packst du dir wieder für mich 2 Stück ein? Ja. Ach, übrigens, das Leupold lässt sich auch in 100 Meter Schritten eichen. Oh, okay. Was denn das für eine Knifte? Ja. 250 wieder da. Magazin. 250er Magazin. Und davon habe ich 8 dabei. Das ist schon krass. Schick. Wie viel wiegst du jetzt? 35. Oh. 5 mehr als Also ich, 5 erstaunlich. weniger als ich. Erstaunlich wenig. Kann ich hier noch irgendwo Gewicht sparen? Nee. Willst du noch ein Visier haben? Nö, nö. Wen es interessiert, also noch 51 Einheiten auf der Karte. Die kriegen wir noch. Oh, die kriegen wir. Wie viele waren ursprünglich drauf? 159. Ah, okay. Ein Drittel, Ja, zwei Drittel zwei geschafft. Drittel schon weg. Wir brauchen noch welche. Naja, ich glaube, jetzt geht das Suchen, glaube ich, so langsam los. Ja, das ist nervig. Deswegen würde ich halt vorschlagen, dass wir irgendwie westlich anfangen und dann irgendwie Straße für Straße. Eine komische Taktik, Monty. Ganz merkwürdige Sachen hast du da gelernt. Alter, ich bin halt hier alter Bundeswehrprofi. Monty, Monty, Ja? Monty, Ja, hier, der so aussieht, als ob er nichts tut. Monty, 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 Monty. Mach Den mal die letzten, der Karte so genervt hat, der und wurde greif das mal erschossen. an. Ich habe hier schon ein bisschen Ich durchgeplant nehme das gerade. Visier hier, Eckart. Ah, okay, du willst im Osten anfangen. Ja. Ja, ich bitte mich von Osten nach vorne, aber Schade, dann dass haben wir kein einfach mal Rotpunkt drauf ist, den ne? größten Teil abgedeckt von So ein Zagabars, vor allem die Innenstadt. Gut, ich würde aber blau und rot bei Höhe 2016 anfangen lassen. Da ist ein Feuerwehrhaus oder irgendwie Warum? sowas. Wenn ich auch ein 25-fach Zoom haben kann. Also du meinst schon wirklich Dann außerhalb muss der man das Stadt? hier auch Nee, wegnehmen. 2016 ist ungefähr Ja, ich 150 weiß, wo das ist. Meter. Das ist am Rand vom Roten Kreis. Genau. Prinzipiell aber ist das ganz gut. Ich will als erstes die Innenstadt gesäubert haben und dann können wir außen. Ich will Warte zuerst mal. die Innenstadt. Also mit dem Plan
den du jetzt hast, du bist auf der Karte, ne? Ja. Hast du den Bereich hier nicht abgedeckt? Den will ich jetzt ja dann eben. Und den Bereich nicht. Aber sonst ist der Plan nicht schlecht. Den Bereich können wir schon abwirken, da haben wir noch bis da zu diesem Punkt, du siehst immer einen Punkt auf der Karte. Ja, genau. Aber wie gesagt, was halt noch komplett unbeachtet ist, ist halt der Punkt hier. Lass mich mal ausreden. Ja. Bis zu diesem Punkt sind wir sonst so noch vereint. Und da will ich dann, dass wir gemeinsam hier noch diesen Bereich hier ein bisschen ausgauten. Ja, sieht doch gut aus. Dann würde ich sagen, wenn du dann jetzt auch noch nachher den Bereich damit reinziehst, dann. Den machen wir zuerst. Dann werden wir Freunde. Den machen wir so und so zuerst. Achso, ja, dann alles gut. Dann habe ich überhaupt nichts gesagt und dein Plan ist super. Ja, das und das was sehen ist wir mit erst, dem hier? Ja, das da oben müsste natürlich auch noch, aber das kann man auch vernachlässigen. Welchen Bereich jetzt? Den mit den Möpsen. ich meine, Ich will zuerst die Innenstadt von Sagabad gesichert haben. Die wollen immer so viel. Und ganz wichtig ist dieser Bereich hier. Mach ich einen Strich. Also ganz wichtig ist als erstes, dass wir generell mal diesen Bereich hier absichern. Boah, ist das geil. Geil, geil, super geil. Also kann ich den Strich auch wieder normal entfernen, oder? Also das heißt, ich könnte mich da jetzt richtig kreative Taktiken ausplanen. Wie dafür ist die Spontanmission da. Das eine Team geht von dieser Seite an und greift hier an. Das andere Team geht von der anderen Seite ran und dann treffen sich beide Teams hier. Und beginnen hier den Vorstoß. Und beginnen hier den Vorstoß. Lass mich. Klingt doch prinzipiell erstmal irgendwie ein bisschen super. Ja, aber kennst du dann den Film Meine Frau und die Spartaner und ich? Nee, den habe ich nicht gesehen. Nein, aber da kam das vor. Und dann hat es eben einen Penis ergeben. Nicht mehr viel. Ich kenne von Monty Python. So, wir greifen mit 20.000 Mann von rechts. 10.000 Mann von links, 100.000 Mann von unten. Sir, wir haben nur 50. Oh, alles klar. So, ich gucke jetzt auch mal rein, ich brauche auch ein bisschen Money. Ich habe noch nichts verbraucht, deswegen brauche ich nichts. Aber, was ist, genau, nimm doch einfach mal ein paar Unterlaufgranaten mit. Hab ich. Ich kann dir einen ME-32 empfehlen. Ne, den mag ich nicht so. Echt nicht? Geilstes nee. Teil ever. Muss ja noch auf was schießen können. So, normal. Das kannst du dann mit der Pistole machen. Nee, ich habe aus Gewichtsgründen keine Pistole. Jet? Kein Jet? Doch, Jet? Oha. 40 Kilo wiegen. Aber dann Nachtsicht brauchen wir nicht mehr, ne? Wegpacken. Mach mal deine Nachtsicht weg. Hey. Was schießt denn hier? Es ist Eckert. Eckert ballert wieder in der Base, wie immer. Ich bin außerhalb. Wo ist der Feind? Keine Ahnung. Ah! Oh, Granate. Zeug. Propellermaschine, ja. Eine Drohne, oder? Drohne. Die ist aber nicht freundlich. Jetzt ist ja gar nichts mehr.
Interessant ist, dass diese kleine Verkehrsschilder mit den Kreuzen hinten nur 260 Meter entfernt ist. Oh, echt? Mhm. Wenn du mir die Straße runter guckst, auf rechten Seite stehen zwei Schilder und ganz hinten mittig der Straße steht auch noch eins. Das ist nur 260 Meter weg. Na gut. Da ist eine Drohne abgestürzt. Wurde bekämpft. Ich laufe 5 Meter und bin außer Atem, das ist gut. Hast du nicht noch was nehmen? Nee. Das sind 3 Magazine die von dir. 3? Ich hab 4. 5. Schilder. Ja. Da würde ich sagen, 2 weniger nehmen und den Hilfsschützen ein bisschen was schleppen lassen. Der will jetzt nicht. Wie viel Kilo hast du? Ich hab was gesehen gerade. 44. Ja, dann gib noch eins her. Teilen wir uns das auf. Treffe jedes Mal das Schild. Das große? Ja, wo ist es denn? Ja, das Dreiecksschild da hinten. Da liegt's doch. Ich hab's gesehen, ja. Nee, bei mir nicht. Ah, neben dem anderen Magazin. Ja, gut, ja, mit dem ja. Tracer ist es kein Problem, den Schuss zu sehen. Okay. Oh, komm mal, so, Monty, fick dich! Monty, hör auf! Auf und nieder, auf und nieder! Ich kann nicht mehr! Hab ich, jetzt bin ich auch komplett voll. Mein Kopf ist gut. Voll. Fick dich hier plötzlich an die Ohren! Ich bin hier raus. Ich hab blaue. Sah gut aus. Monty! Ich hab nichts gemacht. So, was ist denn jetzt Befehl? Ich war es nicht, ich war es nicht. Das war witzig. Das war originell. Ich glaube, Harvey ist gerade AFK. Nein, ist er nicht. Achso, oh, okay. Vielleicht noch eine. Harvey ist gerade wild am Karten herumkritzeln. Fitzeln. Schön hell diese Taschenlampe. Hier? Ja. Oh. Hey, machen wir wieder los. Ich will keine Kniebeugen machen. Monty, hör auf. Ich wollte nur mal so testen, was da so geht. Der zielt auf uns. Ja. Hey, ich ziel auf euch. Zieh nur der Nähe. Genau. Hey. Auf die Entfernung kann ich ihm das linke Augenbraue wegschießen. Das ich linke Haar von der linken Augenbraue. Ich kann ihren Zahn weniger verpassen. Rede mal ein bisschen. Oh. Da können wir dann weitermachen oder so? Ja. Weiß ich nicht. Ja, gleich. Ich zisch irgendwas. Ist da auf der Karte Giftgas. Los. Ich geh schon mal ein Stück. Hier, ballert. Mach mal deine Lampe aus. Gut, neuer Plan steht auf der Karte. Das irritiert so. Mal so. Schon. Und ich werde weggehen. Okay, Team Blau, Team Rot. Markierungen auf der Karte stehen. Auf dem Gebiet vorrücken. Okay. Und Gebiet absichern. Feind wie immer bekämpfen. Das kennt ihr. Sniperpunkte sind markiert für die Scharfschützen, um dort irgendwelche Sniperpositionen zu beziehen und von diesen Positionen auszuwirken. Verstanden.
Sonstiger Verlauf wie gewohnt. Rumrennen, weiß ich nicht, wo die noch sind. Und hier können wir jetzt nochmal langsam weitergehen? Ich warte nur auf dich. Ja? Ich auf dich. Achso, nee, ich orientiere mich immer an dir. Wir gehen zurück. Nein, HW hat ein Disconnect. Nee, HW hat ein Leck gehabt. HW hat ein Leck. Monty, hast du meine kleine Strategie auf der Karte gesehen? Gefällt's dir? Hab ich jetzt nicht geguckt. Das wird schon passen. Ach schon. Warte, ich guck's mir an. Okay, gut, ich werde nicht so einen ganz großen Bogen nach oben gelaufen, aber okay. Ja, aber hast, so hast du alles abgedeckt. Nee, hast alles abgedeckt, passt schon. Lauf einfach weiter, ich laufe hinterher. Ja, wir müssen uns so mal Team Blau und so ein bisschen vorrücken lassen. Keine Ahnung warum, weil die uns jetzt gerade nachgelaufen sind. Okay. Solltest du dem vielleicht sagen? Nein, habe ich nicht. Ich habe eigentlich gesagt, die Markierungen vor allem. Aber. Boah. Oh. Da oben haben wir ein schönes Gebäude. Da werde ich mich gleich mal rauflegen. Das hier mit dem. Was so aussieht wie aus Star Wars? Ja. Wie von Beru und Owen Skywalker? Ja, kann sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Du bist ja ein Sturmtruppler, deswegen. Ja, nächstes Wochenende bin ich eher eingeladen beim Star Wars Fanclub in Vorarlberg. Oh, cool. Aber ich habe jetzt absichtlich Team Rot ein bisschen außen laufen lassen, weil die Jungs und so eher Scharfschützen spielen als irgendwas. Ah, okay. Ja, ist ja okay. Alles gut. Ja, das ist auch gut. Deswegen bleiben wir auch immer ein bisschen hinten und decken von hier, von hinten innen ein bisschen Deckung. Ich und Eckert wollen so ein bisschen schießen üben. Ja, Team Blau ist jetzt nur vorgefecht. Ah, man hört. Oh ja, ich könnte ja wieder auf Aufnahme drücken. Team Blau ist jetzt ein Feuergefecht. Die Jungs ganz gut. Wir sehen ihn nicht. Aber weißt du, was mich Zagab hat immer ein bisschen erinnert, und hier? Mogadischu? Hast du das MC-Addon gezockt von Arma 2? Welches? PMC, ja, ja, habe ich gespielt, ja. Ja, an die Stadt erinnert mich immer, an Anfang erinnert mich immer sehr an Zagabat. Oh, okay. Ich wüsste jetzt, ich könnte die Stadt jetzt gar nicht mehr in meinem Kopf, könnte ich gar nicht mehr. Das war, glaube ich, die eine große Stadt bei Tagistan. Das war, glaube ich, nicht meine eigene Map. Es gibt ja Tagistan und Tagistan Mountains. Ja, aber es war Tagistan. Wir bewegen uns auch wieder. Okay, warte. Ja. Wohin? Einfach nur nach. Ja, okay. Ich weiß, es ist heute ein bisschen, ich weiß, es ist heute ein bisschen unspektakulär bei mir im Team. Ich habe genug zu tun. Ja, du schon, aber ich glaube, Drache wird sich ein bisschen langweilen. Dann gehen wir ein bisschen näher. Wie wär's hier mit den Öltürmen? Oben rauf oder was? Von da oben haben wir, glaube ich, einen guten Blick.
Ja, es ist ein bisschen kacke, wenn du da oben down gehst oder während den Treppensteigen down gehst. Deswegen würde ich sagen, dass wir einzeln. Ja, gut. Ja, geh mal auf. Ist egal. Ich gehe als letztes. Dann geht ihr mal erst hoch, dann gehe ich als letztes. Ja, gut. Gehen wir doch als erstes hoch. Wir geben dir Deckung. Lololololo. Oh ja. Und such dir am besten gleich Ziele. Ja. Habe Sach, wenn ich auch hochgehen soll. Ich warte so lange. Au, 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 au. Drache, lebst du noch? Ja, ich. Okay, HW ist gerade unter Feuer geraten. Oh. Warte, warte, ich check dich mal. Alter, du hast ja wirklich richtig gefressen. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht anstupsen. Team Rot, Status. Alles klar. Team Blau, Status. Hat sich mein Funk wieder verstellt? Ne, vielleicht sind die am Boden. Ja, Alter, wieso verstellt sich der Funk andauernd? Ah, manchmal ist es so eine Macke von Arma. So, du hast noch schnell. So, bist wieder fit? Frag mal, wie es Drache geht. Team Rot-Grün, noch eine Patrouille aufgemischt hier hinten. Oh, sehr schön. Sweet. Dude, sweet, dude. Team Blau, Status. Ein Mann am Boden. Ja, hast du verstanden. Ich und der Sanitäter werden zu ihrer Position aufrücken. Position der Sanitäter und ich. Trake, du bleibst jetzt so lange oben warten. Ja, genau, du bleibst jetzt so lange da oben und gibst uns Deckung beim Vorrücken. Keine Sorge, die Jungs sind nicht weit weg, das ist nur ein paar Meter über die Straße. Und sie? Ja, ich hab's ja schon. Ich bin soweit, ja. Hab ich dich erwischt? Okay, warte, warte, warte. Da war ein Feind. Ja, passt schon. Okay, bist verarzt. Hast noch Schmerzen? Warte, du kriegst von mir Morphin. Ja, ist ja nicht so tragisch. Doch, du kriegst Morphin. Ja, alles gut. Okay, Monty, kannst du zu der Wand runterspringen? Ich geb dir Springe. Ja, wir sind gerade unterwegs zu euch. Ah, ich bin zwar wieder da, aber hab viel Blut verloren. Ja, haltet mal da drüben eure Position oder versucht zu uns rüber zu springen. Wir sind direkt gegenüber von euch. Angrad vor in den Osten, die sind neutralisiert. Gute Arbeit. Sehr schön. Am besten ist, ihr springt zu uns rüber. Ich gebe euch Deckung von meiner Position aus und sichere die Straße ab. Blut willst du haben, sagst du, ja? Ja, ist hier alles nur noch ein Grau. Da muss ich mir mal überlegen, ob ich dir auch wirklich Blut gebe. Erstmal kriegst du ein Schmerzmittel. Und noch ein Schmerzmittel? Alter. So, und jetzt kriegst du eine Bluttransfusion. Team Rot, ich sehe gerade auf der Karte, sie nähern sich der Position Sniper Punkt.
Halten Sie dort mal kurz die Position. Müssen gleich wieder ein bisschen farbiger werden. Warten Sie, bis Team Blau weiter aufgerückt ist. Komm. Jo. Positiv, warten auf Position Sniper. Jetzt. Haben wir noch einen BMP-3 oder irgendwas ähnliches? Danke. Kettenfahrzeug nehmen das noch auseinander. Komm. Ja, sehr schön. Wenn das Ding erfolgreich zerstört worden ist, einfach melden. Das ist so verstanden. Team Blau, ihr könnt dann auch weiter vorrücken auf markierten Weg und euch dann bei einem Rendezvous-Punkt mit Team Rot treffen. Drache, bei dir alles noch okay da oben? Ja. Okay, Monty. Ja, ich bin soweit. Dann gehen wir wieder zum Drachen. Okay. Ich glaube, jetzt können wir auch auf den Turm gefahrlos drauf. Ja, aber ich glaube, das macht jetzt langsam nicht mehr viel Sinn. Ich glaube, von da oben kann der ganz gut wirken und du hast einen guten Überblick. Ja, das stimmt, aber nicht mehr lange. Ja, du. Also mir ist es egal, es ist nur so. Ja, aber Monty, hast du schon mal auf der Karte geguckt, wo Team Rot mittlerweile ist? Nee, noch nicht. Deine Füße und dein Hintern. So, widerlich. Iba. Sag mal, hier vorne waren welche. Und Ziele. Gerade von euch von hinten da gerade. Am leichtesten ist es immer, wenn du mit dem Kompass die Gradzahlen gibst. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt gerade irgendwo in eine andere Richtung gucke, dann ist es meistens recht schwer. Oh. Was das? Habe ich, bin mal ganz kurz auf dem Klo. Jupp. Jupp. Team Rot, ich sehe von meiner Position aus nordwestlichen Rauch aufgehen. Ich schätze mal, dass es der BMT kam. Positiv, spontane Selbstentzündung kommen. Oh, das beunruhigt mich. Wurde schon sich Kontakt zu Chemtrails gesichtet, kam? Negativ, keine Trails, komm. Ah, das ist gut, dann kann ich den Aluhelm wieder runternehmen. Alles gut, weitermachen. Den blauen Status. Status ist grün, kommen.
Also verstanden. Hattet ihr gerade Feinkontakt, Kam? Positiv, Tankstelle, drei Gegner ausgeschaltet. Sehr schön. Dann weitermachen. Hat noch eine. Er wirft gleich mal mit einer Granate, Alter. Einbekämpft. Oh, meine Moschee da oben auf dem Turm, da könnte man gut. Das ist auch das fette große Gebäude, wenn du auf der Karte klickst. Das war das, was ich auch als erstes als Sammelpunkt markiert hätte. Und dieser Turm da, weißt du? Der linke. Ja, aber du musst hier auf der Karte und generell in Arma bei solchen Türmen sehr, sehr aufpassen. Das ist ein gut gemeinter Rat. Also ich bin mal instant von so einer Treppe gekillt worden. Okay. Ja, das ist Arma. Treppen, Türen sind böse Dinge. Genauso wie Wände. Ja. Oder wenn du mit einem Panzer über irgendein Objekt drüber fährst. Das kann auch böse enden. Immer. Das glaube ich. Ein Abrams gefahren, das war einer von meiner ersten Missionen, da war ich Panzerfahrer. Bin ich gefahren mit einem Abrams und bin wirklich über eine Straßenlaterne gefahren. Und der Panzer ist hochgeflogen und hat in der Luft eine 180-Grad-Drehung gemacht und ist natürlich mit dem Turm auf den Boden aufgeknallt. Das ist Arma. Oh.